Mein Name ist Michaela Nachtrab, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Werbervoice. Ich bin schon relativ lang im Hörgeschädigtenbereich tätig und da ist mir immer wieder aufgefallen, wie schwierig das ist, dass wenn man für Gehörlose einen Dolmetscher dort bekommt, wo man ihn braucht. In Deutschland gibt es ungefähr 300.000 Hörgeschädigte, die so schlecht hören, dass sie zum Beispiel Untertitel brauchen. Ja, das ist unsere Zielgruppe. In Bayern zum Beispiel haben wir nur eine einzige aktive Schriftdolmetscherin. Und das ist einfach so eine schlimme Situation, dass wir gesagt haben, da muss man was tun, weil natürlich die Anfahrt oft sehr teuer ist und sehr weite Wege, bis man dann mal einen Dolmetscher bekommt. Und dann kam der Austausch mit meinem Mann und er ist eben ein Informatiker und ich habe ihm geschildert, was ich brauche und er hat dann gesagt, das kann man doch auch online lösen. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, online, da kann man das einfach überall zuschalten und ist dadurch total flexibel. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist schlüssig, also mache ich da draußen eine Firma und dann habe ich losgelegt. Und das funktioniert so, der Hörgeschädigte hat irgendein mobiles Endgerät, also entweder Handy oder Laptop oder Netbook, wählt sich darüber dann über unsere App ins Internet ein, schickt den Ton dann an die Schriftdolmetscherin, die sitzt irgendwo in Deutschland, überträgt das Ganze mit Hilfe von Spracherkennung in Text und schickt diesen Text wieder zurück auf das Handy und der Hörgeschädigte kann einfach mitlesen. Das war ohne Kapitalgeber nicht möglich. Und da war ich sehr froh, dass wir zum einen den Social Venture Fonds gefunden haben, die uns sowohl finanziell als auch mit Infrastruktur unterstützen und zum anderen Bayern Kapital, die uns eben auch mit als Kapitalgeber unterstützen und dadurch war dann die Weiterentwicklung von der Plattform möglich. Grüß Gott, Metzig mein Name. Grüß Gott, mein Name ist Josef Kammerer und ich bin gehörlos und ich habe ein Gerät dabei. Ach. Brauche Schriftdolmetscher. Aha. Und das bedeutet für mich, was muss ich tun? Aha, Punkt. Und das bedeutet für mich, Komma, was muss ich tun? Fragezeichen. Na, wenn Sie sprechen, dann kann ich lesen. Aha, alles klar, dann ist das ja relativ einfach. Gut, mit was kann ich Ihnen helfen? Mit was kann ich Ihnen helfen? Fragezeichen. Also Werbervoice kann helfen, wenn ich zur Bank gehen oder zu verschiedenen Ärzten gehen oder Finanzamt oder Vortrag, auch über Beruf, verschiedene Möglichkeiten und unabhängig, flexibel und sehr zufrieden, auch wenn spontan, kein Problem, kann ich alles mitverstehen. Und dabei wird es so circa nach einer Woche weggehen. Ja, danke. Okay, machen wir es. Verstanden. Ich werde ein Rezept schreiben. Wir waren bisher natürlich ein kleines Start-up, das heißt, es entwickelt sich jetzt langsam, aber die Aussichten sind sehr, sehr positiv. Also wir hatten letztes Jahr um die 900 Transkriptionsstunden, mit denen wir Hörgeschädigte unterstützt haben und wir erwarten für 2012 ungefähr 27.000 Stunden an Transkription und so wird es auch weiter sich steigern. Also das liegt an der großen Anzahl an Menschen, die ja doch permanent Unterstützung brauchen. Ah ja, okay, und sehr gut. Und habe alles aufgeteilt dann nach Technik. Wir werden jetzt dann so eine Art Crowdfunding-Plattform starten. Das heißt, die Hörgeschädigten können sich zusammenschließen, wenn sie zum Beispiel im Internet eine bestimmte Sendung live übersetzt haben wollen. Wenn sich genügend Leute finden, dann ist die Finanzierung gesichert und sie bekommen eben diese Sendung live untertitelt. Einer der schönsten Momente war mal, als ich mit einem Nutzer zusammen auf der gleichen Veranstaltung war. Der hatte einen Laptop auf dem Schoß und hat einfach mitgelesen, was die Veranstalter da vorne erzählt haben. Und dann irgendwann guckt er mich von der Seite an und sagt so, ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben, als wäre ich hörend. Und da habe ich echt Gänsehaut bekommen und dachte mir, ja genau, so muss es eigentlich sein. Also das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, dass Hörgeschädigte wirklich komplett integriert sind und eben voll und ganz auch bei Veranstaltungen im Berufsleben und überall mit dabei sein können.